Ich glaube nicht, dass die 4-Tage-Woche die Antwort ist. Es ist im Endeffekt einfach nur ein unheimlich schönes, populistisches Thema. Es provoziert, es gibt Hoffnung, es malt die Arbeitswelt viel, viel schöner, als sie jetzt gefühlt gerade wahrgenommen wird. Nur ich glaube einfach, dass ein Riesendenkfehler existiert, insbesondere über Menschen, die nicht in einer expliziten Situation sind, weil eine Pauschalantwort wie zu sagen, One-Fits-All-Trikot für Kunden. So, es gibt unterschiedliche Körpergrößen, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, es gibt unterschiedliche Situationen. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich einer Arbeitnehmerschaft einfach sage, hey, das ist jetzt der neue Pulli und ihr habt den alle zu tragen, glaube ich nicht, dass alle damit happy sein werden. Ich glaube, wir müssen einfach mal anfangen zu überlegen, dass der Arbeitnehmermarkt genauso ein Markt ist wie der Kundenmarkt. Und das bedeutet, wenn ein Konsument ein Bedürfnis entwickelt, dann sage ich mir als Unternehmen ja auch, oh, das ist ja interessant, cool, das können wir verkaufen. Machen wir mal ein Produkt raus, weil dann haben wir ein geiles Produkt und dann haben wir ein Match und dann haben wir einen Kunden, der das bei uns kauft. Und auf der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Welt müssten wir das genauso machen. Dann müssten wir sagen, es gibt gerade ein Bedürfnis nach Freiheit, es gibt gerade ein Bedürfnis nach Remote, es gibt gerade ein Bedürfnis nach mehr Gehalt, was auch immer. Also lass uns mal gucken, was wir für eine Lösung bauen können, die im Zweifel für eine Zielgruppe, die wir haben, passt. Und jetzt können wir auch noch anfangen, Customization zu betreiben. Also das Pauschalangebot, das wir haben. Vielleicht, ey, das und das gibt es bei uns. Aber für dich persönlich gibt es sozusagen noch eine Besonderheit. Oder du brauchst gegebenenfalls 2 Monate im Jahr, um deine Familie in Brasilien zu besuchen. Was auch immer. So, jetzt wird es aber individuell. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Mit einer 4-Tage-Woche probieren wir jetzt gerade alle Probleme zu lösen. Es funktioniert aber nicht. 2 Probleme. Erstens, das Unternehmen hat unterschiedliche Probleme. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Probleme. Die einen sind gerade immer noch in Kurzarbeit. Was soll ich da mit einer 4-Tage-Woche ankommen? Die nächsten haben Dauerüberstunden. Wenn man jetzt in Krankenhäuser oder in Pflegedienst reinguckt, was soll ich da mit einer 4-Tage-Woche lösen? Da löse ich gar nichts mit, weil ich Fachkräftemangel habe. Und wer soll diese Stunden leisten? Dann kann ich gucken in ein Wachstumsunternehmen. Die haben wenig Geld, wenig Zeit und müssen so schnell wie möglich bestimmte Ziele erreichen. Und da ist auch eine 4-Tage-Woche mal eine total abstruse Idee. Und dementsprechend, lass uns mal weggehen von, oh, guck mal hier, das ist das neue Spielzeug und das ist für alle das Richtige, hinzu, nee, jedes Unternehmen muss es selber entscheiden, was gerade für uns richtig ist und womit wir unsere Zielgruppe namens Personal, Gen Y, Gen Z, wer auch immer, wie wir die adressiert bekommen und wie wir die von uns begeistert bekommen. Jetzt kommt der nächste Punkt, weil in dem One-on-One mit einem neuen potenziellen Teammitglied muss ich jetzt auf die individuellen Bedürfnisse eingehen und das bedeutet zum Beispiel, ich lege besonders viel Wert auf Work-Life-Balance, ich lege besonders viel Wert auf Karriere, ich lege besonders viel Wert auf Verantwortung und das hat alles Implikationen auf den Deal, den man miteinander findet. Ja, wenn ich da jemanden habe, eine Person, die im Zweifel was gründen will, dann muss ich mit dieser Person ganz anders umgehen, als wenn ich sage, hey, du bist Familienvater oder Familienmutter und du hast ganz andere Herausforderungen gerade und dementsprechend müssen wir einen anderen Deal miteinander finden. Ich glaube, es gibt eine gute Lösung, insbesondere im Dienstleistungskontext, die wir ausprobiert haben vor jetzt knapp 1,5 Jahren, die wir immer noch haben, weil sie nicht nur mir als Geschäftsführer, sondern allen Teammitgliedern bis hin zum Praktikanten ein irrsinnig hohes Level an Selbstverantwortung und an Freiheit ermöglicht. Und zwar ist es der Deep Work Day. Bei uns ist es der Deep Work Tuesday. In anderen Konstrukten kann ein anderer Tag auch sinnvoll sein. Bei meisten ist es irgendwie der Montag oder Freitag, wo man probiert sozusagen in die No-Meeting-Welt einzusteigen. Wir haben uns für den Dienstag entschieden und wir haben an dem Tag kein einziges Meeting. Es gibt immer Ausgaben und es passiert trotzdem, aber unterm Strich geht es trotzdem darum, dass jeder das Recht hat zu sagen, nee, am Dienstag habe ich keine Meetings. Und jetzt kommt der Big Special in Bezug auf, warum ich glaube, dass es eine bessere Lösung ist als eine klassische 4-Tage-Woche. Wenn ich in 4 Tagen mit meiner Arbeit durch bin, dann steht es mir 100%ig frei, was ich mit diesem Tag mache, weil ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, was ich an diesem Tag mache. Ich bin Rechenschaft schuldig in Bezug auf meine Rolle und ob ich meiner Rolle gerecht werde, aber nicht in Bezug auf, was ich am Dienstag mache. Und dementsprechend, wenn ich produktiv bin und wenn ich meine Rolle gerade im Griff habe, dann mache ich an dem Tag, was ich möchte. Die 4-Tage-Woche nimmt Verantwortung weg, die sagt, du darfst nur 4 Tage und du musst jetzt aber in den 4 Tagen so und so viel Output produzieren. Das ist keine Selbstbestimmtheit. Die No-Meeting-Tuesday-Philosophie gibt mir Verantwortung, gibt mir Ownership, gibt mir Freiheit und dadurch Selbstbestimmtheit. Ich kann machen, was ich glaube, was das Richtige ist. Die 4-Tage-Woche ist zu kurz gedacht. Zu kurz gedacht. Ja, ja.